denn da? Es sieht aus wie... Oh, ich bin so neugierig. Verzeihung. Was hast du denn okay. da? Es sieht aus wie... Toll. Oh, ich bin naja, so dafür sind sie Verzeihung. Alle synchronisiert. Gut, da hoch gehen wir jetzt nicht. Wir wollen runter. Sprinten kann ich... Ach, dann wird oben nur die Karte angezeigt, wenn ich auf RB drücke. Okay. Da gehen wir jetzt hin. Lassen wir das Medaillon. Na, Elmund? Na sowas, ein Zwerg in meiner Schmiede. Ich bin überrascht. Ich habe oft gesehen, wie deine Leute die Nase über meine Arbeit gerümpft haben. Aber ich gebe zu, ihr Zwerge versteht euer Handwerk, ja. wenn es um Metallverarbeitung geht. Was kann ich für dich tun? Hast du vielleicht einen Pony, der sein Eisen verloren hat? Ein Pony? Wir sind stolz auf unser Können. Brauchen wir nicht sagen. Was für ein primitiver Schuppen brauchen wir auch nicht. Ach, das würde jetzt zu dem Leitbild passen, grimmiger kleiner Zwerg. Kannst du dieses Medaillon reparieren? Ich benötige Reparaturen. Wir machen dies hier. Dieses Medaillon hat eine gebrochene Kette. Kannst du es mir reparieren? Zeig mal her. Sieht aus wie etwas, das in dieser Gegend angefertigt wurde. Vielleicht damals, zu den Zeiten meines alten Herrn. Hätte nicht erwartet, dass deinesgleichen so etwas besitzt. Wo hast du das her? Kann man was sagen? Nee, wir machen das. Ich möchte es reparieren lassen, keine Frage. Kriegst du es wieder hin oder nicht? Kein Grund, gleich sauer zu werden. Ich habe mich nur gewundert, nichts weiter. Na jedenfalls ist es eine ganz simple Arbeit. Es kostet dich aber einen Silberpfennig. Ja, klar. Kein Problem. So gut wie neu. Wie haben wir denn eigentlich? Besten Dank. Würde ich ja schon mal gucken. Münzen minus 1. Würde gerne mal hier gucken. Ach, 252. Locker genug. So, jetzt gehen wir noch zum Fräulein. Dip-di-di. Ja, seine Axt hält. Ich glaube, die ist ein bisschen groß für ihn. Er bräuchte lieber ein kleines Äxtchen. Hallöchen, Idona. Hallo, kann ich irgendwas für dich tun? Sollen wir ihr das jetzt schon geben? Ja, ne? Ich habe hier was für dich, Mädchen. Es kommt von Rowli Apfelbau. Ein Geschenk? Von Rowli? Rowli, ich dachte, er ist Rowli. Dass er... Tut mir leid, es kommt so unerwartet. Was ist es denn? Ah, die mag den gar nicht. Das Medaillon seiner Mutter. Ein hübsches Ding noch dazu. Oh, das ist wunderschön. Aber ich verstehe nicht ganz. Warum schenkt er mir das jetzt? Weil er in dich verliebt ist, Mädchen. Er wollte, dass ich dir das sage. Rowli liebt mich? Immer noch? Wir standen uns so nah, als wir noch Kinder waren, aber ich dachte, das hätte er alles vergessen. Vergessen? Oh nein! Du hättest mal sehen sollen, wie er gezittert und geschlottert hat. Es war schon fast peinlich, ehrlich. Aber das sind wundervolle Nachrichten, wundervoll. Rowli war schon immer in meinem Herzen, immer. Der arme, einfache, wunderbare Narr. Was ist mit den Wünschen deines Vaters? Brauchen wir nicht wissen. Was soll ich ihm von dir? Er interessiert mich. Oh, sag ihm bitte, dass ich ihn liebe und dass wir einen Weg finden werden, für immer zusammen zu sein. Ah, gut gesagt, Mädchen. Ich richte es ihm aus. So. Das wird in diesem ganzen Let's Play das einzige Mal sein, dass wir als heldenhafter kleiner Kriegerzwerg, das heißt klein, groß im Geiste, hier Liebesbotschafter spielen. Wo kommen wir denn da hin? Ich meine, wir sind hier gestählte Brust und sowas. Wir haben hier schon Bazillionen von Orks besiegt und hier. Nee, das machen wir nie nochmal. Aber als Einstiegsquest. Du bist zurück? Hast du ja. mit Idona gesprochen? Was hat sie gesagt? Ich bin schrecklich gespannt. Ich mag dich. Das Mädchen liebt dich, mein Junge. So sicher wie in Stein gemeißelt. Wunderbar, wunderbar. Ich kann dir gar nicht genug danken. So sieht's aus, wenn ein Apfelbaum jubelt. Aber warte mal, das habe ich total vergessen. Elmund muss dir etwas für die Reparatur berechnet haben. Dafür und für deine Mühen bin ich dir noch etwas schuldig. Hier, nimm alles, was ich habe. Ich wünschte, es wäre mehr. Leere Hände, vielen Dank. Behalte es. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Es kommt nicht oft vor, dass jemand sich einen Zwerg als Liebesboten aussuchte. Pff, was war das denn für eine Lache? Die muss tief kommen. Ein bisschen aggressiver vielleicht noch. Ich werde allen erzählen, wie großzügig und nett du gewesen bist. Danke für alles, was du getan hast. Ja. Tschö. Alles Gute und viel Glück euch beiden. Lebe wohl, Rowli. Rowli.
Rovi Apfelbaum. Mission erfüllt. Erscheinungsbild gestalten brauchen wir nicht mehr. Wir haben nämlich wundervolle graue Haare, wie ihr seht. Auch hier sieht es ja sogar halbwegs aus. So, wir drücken nochmal hier drauf. Was ist das Ziel? Ist das... Die Zeichen sind unsere Verbündeten. Gucken, ob der jetzt kommt gerade. Ja. Okay. Gehen wir jetzt hier hoch. Das heißt, die Symbole unten links... Können wir durchswitchen? L1. Sieht aus wie Verteidigung. L2 sage ich jetzt nur, um... nicht, dass ihr hier sauer seid. Bin überzeugter Xbox-Spieler. Aber war jahrelang... PlayStation-Spieler. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal noch in das alte Muster verfalle. Y, B, A drücken, switchen, drehen. Gesundheit ist bereits voll, bla bla bla, ist auch nichts. Kraft ist auch voll. Nee, wir können nicht switchen. Das sieht unten so aus, als könnten wir durch die Charaktere wechseln, ne? Die drei Zeichen und jeweils von dem, der aktiv ist, wird dann der Lebensbalken angezeigt. Mal gucken, vielleicht kommt das noch. Naja, wir laufen jetzt erstmal hier in Richtung von dem weißen Symbol. Wir sind schon dran vorbei. Weiter. Fernost. Wir haben Zoom, Reise, Legende. Legende. Zielcursor können wir zoomen, ja. Fix. Oh. Das ist Tutlakart. Das Meer von Ruhen. Und Mordor. Der Schicksalsberg. Das heißt, da kommen wir auch noch hin. Och, sind das viele Orte. Minas Tirith. Da wollte ich hin. Zwergenland. Die blauen Berge. Nein, die blauen Berge? Gab's da nicht mal ein Lied? Ettenöden. Ettenöden, Ettenöden. So, wir haben bewegen, Text scrollen, wir gehen eine Reise, Beschreibung aktivieren, deaktivieren. Beschreibung brauchen wir nicht. Okay, wir sind in Bre und wollen nach Fornos, denn da ist unser Ziel. Reise sagt mir aber, es gibt keine offene Welt, sondern wir reisen von Gebiet nach Gebiet. In dem Abstand zu Anfang schnell zu regeln, drücke Y, um einen schweren Angriff durchzuführen. Okay. Und drücke rechts für ein Heilmittel. Das muss ich mir merken. Das wird eventuell als Nahkämpfer auch häufiger passieren. Gut. Sinnvoller Tipp. Dies ist Fornost und dennoch sehe ich kein Zeichen des Feindes. Da, Goblins. Wir haben den Feind gefunden. Mhm. Das... Sterbt ihr Ratten! Baruch Kasat! Dass er echt was anderes sagen muss, als da steht. Findet und zerstört die feindlichen Kräfte. Werden auf der Map nicht angezeigt. Wir gehen mal hier hoch, weil das ungefähr die Richtung ist mit der Anzeige. Um X um Angriff, Y um schweren Angriff. Okay. Hallöchen. Ach. Lassen wir die doch schon mal schießen, das ist doch schon mal ganz angenehm. Oh, sie kann ja richtig zaubern, Mensch. Das bin ich ja dann nach Dark Souls jetzt hier gar nicht mehr gewohnt. Und er verbraucht keinen Mana. Ja. Epic. Kritischer Treffer, 12 XP. Bam. Der Pfeil über dem Kopf zeigt den ungefähren Zustand an. Finaler Schlag. Wenn das Symbol erscheint, drücke ich so einen kritischen Schlag. Ach so, ja gut, das ist auch mal interessant. Ich dachte, das war jetzt der Zustand. Kann man hier durch Gras? Achso, das ist eine Mauer noch, aber da kann er nicht rüber. Oh, B ist ausweichend. Ja, der kleine Zwerg kann sich auch rollen, kann auch seitlich. Natürlich. Kritische Schläge auszuführen, ohne selber getroffen zu werden, ermöglicht. Heldenmodus. Achso. Ist unser Schützenmensch. Da kann man ja hier sogar mal den. Das einfach auch mal von. Den Kumpels alles hier machen lassen. Ach, der lebt noch. Na nü. Da haben wir glatt mal daneben geschlagen. Das oh. Blüht. Le blüht. Ja. Bam. Netter Effekt. Wird Erfahrung gesammelt. Das ist cool. Wir haben gleich ein Level up. Sehr geil. Hat gerade die Framerate ein bisschen gespackt. Ich hoffe, das passiert hier nicht öfter. Und ich hoffe, es wird ein klares Bild und ihr habt hier dann nicht irgendwie... Ne? Ach ja. Ist auch cool. Münzen, Artefakt aus... Festernässe? Oder was stand da? Och,
dass hier nichts angezeigt wird. So, Lord. What is that? Tauschen mehr Informationen geben brauchen wir auch nicht. So, Karte ist hier. Hier ist das Symbol. Da wollen wir hin. Weiter. Oh oh. Oh oh. Verteidigungsahne. Modus. Ja, wie als Zwerg. Okay, wir gehen mal darüber. Machen wir die klein. Erstmal holen wir hier noch die Kiste kaputt. Denn da ist so komische Säcke drin. Pam, hast du noch irgendwelche Fragen? Kann ich denn irgendwo verteidigen auch? Um Fähigkeitenpunkte zu verteilen. Okay, also kann ich irgendwie deffen? Deffen brauchen wir nicht, ne? Wir sind Offensivzwerg. Offensivzwerge waren damals selten, wir sind einer der letzten. Offensivzwerge sind, oh, das habe ich nicht geguckt. Okay, Brustschutz, das ist schon mal gut. Und so eine komische Keule, die wird aber wahrscheinlich nicht besser sein als unsere Zwergenaxt, denn Zwergenaxte sind einfach episch. Gut, haben wir das auch geklärt. Da hinten kommt nichts mehr. Laufen wir hier hin. Ja, das Bild sieht fast ein bisschen hell aus, ne? Aber was will man machen? Ihr wollt ja auch was sehen, oder? Komm schon, verbannt! Hinlaufen. Mit Y stand da. Ja, perfekt. Ui, Brustschutz. Rüstung aus dem alten Königreich. Oder was stand da? Soll ich mal gucken. Das ist natürlich, finde ich eigentlich ganz... Okay. Eigentlich ganz geil, dass die jetzt hier die Gegenstände wirklich auch fallen lassen. Dann braucht man nicht immer da extra lesen und was, dann erkennt man schon ungefähr, was das ist. Ja, guck, so schnell kann das gehen. Manchmal hier, zack. Und hier gibt's alles im Express, auch den Tod. Hier haben wir schön... Kann eigentlich unsere Jungs auch mal hier... Durch mal nützlich. Schwere Angriffe haben ziemlich lange... brauchen ziemlich lange Zeit. Jo, durchgesenzt den Guten. Ab dafür. Ja, das ist doch schon mal gut. Das sind Münzen immer. Das sind wahrscheinlich kleine Geldbeutelchen. So, Gewänder. Plündern, ausplündern. Was ist plündern und was ist ausplündern? Plündern heißt einzelne Gegenstände ausplündern, alles höchstwahrscheinlich. Wichtiger Punkt. Ja, ja, da gehen wir auch noch hin. Ach, der richtet einen sogar direkt in die Richtung aus. Oh. Na, wer wird denn da gegankt? Aber ich sehe keine Lebensbalken von Verbündeten, also sollte uns das höchstwahrscheinlich relativ egal sein. Das heißt, wir könnten fröhlich erstmal eine Runde weiter plündern, denn wir sind ein Zwerg. Und Zwerge plündern gerne. Das ist auch der Grund, weshalb... Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Ach ja. Kein Geschoss, aber du wirst dann trotzdem ordentlich vermöbelt, Fräulein. Was hat er gesagt? Kasat. Wasap! Hat er bestimmt gesagt. Auf die Kanaille. So, habt ihr alles. Sehr schön. Wir verteilen mal einen Skillpunkt. Warum denn nicht? Levelhöhung. Verbleibende Punkte 3 Stück. Wuhu! Wir geben auf jeden Fall Zauber, werden wahrscheinlich nicht allzu viel mit zu tun haben, vor allem wenn wir immer die Verbündeten dabei haben. Das heißt, wir packen einen hier rein. Geschicklichkeit erhöht den Schaden durch Distanzwaffen. Eigentlich die Distanzwaffe aufzunehmen. Brauchen wir nicht. Wir packen erstmal hier noch zwei rein, denn wir sind ein Zwerg und wir brauchen Stärke. Ja, will es nur für Zauber. Ach, perfekt, das ist so simpel, das ist schön. Autoverteilung gibt's auch noch. Man traut hier aber auch echt gar nichts zu. So, wir haben. Was ist das? Schlachtruf um, okay. Schlachtruf, drücke RT und B, um vorübergehend in Rüstung, Gesundheit, Nahkampfschaden zu erhöhen. Klingt gut. Ich stelle mehr Informationen hier. Können die Fähigkeiten Zwergenrüstung, Sportvergeltung erweitert werden. Da steht jetzt nicht, dass das irgendwas kosten würde. Das heißt, wir könnten das immer benutzen, so wie ich das sehe. Wahrscheinlich sind das darunter dann die Skill Trees und man braucht da einen Punkt oben drin. Nehme ich mal an, ja, Schlachtruf muss aktiviert sein, höhere Ränge. Gesundheitsregeneration. Aha. Da hätten wir. Drücke RT und X, um nach mehreren Feinden in einem weiteren Bereich zu schlagen. Das ist ganz cool. Das ist natürlich auch fett. Und RT und Y, um ein einzelnes Nahkampfziel mit erhöhtem Schaden zu schlagen. Auch nicht schlecht.